fahren wir da lang. Jetzt wird es auch etwas leiser. Ist aber sehr schön, da sind ein paar Fische, glaube ich, sogar drin. Und ein paar Enten, die sind jetzt leider nicht da. Hier stehen wieder Skulpturen. Ja, das ist der obere Park. Da gibt es zwei Stück. Ich finde eigentlich den oberen Park doch schöner ist, dass das schöner ist, weil da halt immer nicht. Ja, ist ein bisschen kleiner und ein bisschen. Ja, das. Hier stehen einfach ein bisschen mehr Bäume drin. Und das ist alles ein bisschen freundlich, auch wenn manche Skulpturen irgendwie nicht reinpassen, weil es irgendwie von der Farbe nicht herpasst oder weil es halt ein Stoff ist oder ein Material, was halt eher, ja, so die Vermutung, aber das liegt vielleicht einfach nur wegen der Farbe, ich glaube, das ist dann eher das Problem, aber das ist halt so. Hier ist auf jeden Fall so ein riesen Klotz, ja. Ist wahrscheinlich innen hohl. Ja, ich meine, wäre dann zu schwer, wenn da wirklich aus massiven Würfel. Ach so, der ist sogar 100x100. Chrom, Nickel, Verschweißung. Ja, ist von diesem Jahr. Ja, das bleibt halt hier stehen. Ja, da unten, das meinte ich zum Beispiel, das passt irgendwie von der Farbe irgendwie nicht hier rein. Aber das hat auch so eine Daseinsberechtigung. Ist irgendwo so ein Würfel, so ein zwei Stück, der untere Sockel. Und dann sind dann nochmal so einen kleinen Würfel, der halt so, ja, das nur vorgibt, dass ein Würfel ist. Ach, guck mal hier. Ja. Da haben sie jetzt ein neues. Ich glaube, der linke ist neu. Der ist neu. Das Gebilde hier vorne oder das dahinter, das lag auch irgendwie auch nur auf dem Gras. Das wurde aufgestellt, sieht eigentlich jetzt besser aus. Ja, und das ist dann auch so eine Geschichte, wo ich mich auch frage, was das zu bedeuten hat. Weil es irgendwie immer nach gar nichts. Es ist so nur ein bisschen geschlungenes. Metall, ja, das ist so. Ich glaube, man muss nicht immer die Kunst immer hinterfragen, sondern man muss sie halt einfach sehen und dann kann man immer noch sagen, okay, nee, das ist nicht so meins. Ja, bitte ich nochmal. Es gibt wieder andere Skulpturen, die sehen wieder interessant aus. Das liegt vielleicht auch einfach, weil es aus Holz ist und dann hat man dann noch diese Struktur vom Holz und es sieht einfach, ja, das lebt quasi noch. Irgendwie andere Dinge eigentlich nur tot aussehen, ja. Das ist auch sehr gut geschnitzt, glaube ich, mit Motorsäge. Und ja, und das ist, wurde auch nichts bearbeitet. Also macht nicht so den Eindruck. Das kann man so ein bisschen von der Seite sehen. Ist eigentlich schön gemacht. Hier steht auch noch mal was. Oben ein bisschen trichterförmig. Ja, dann haben sie so einen Klotz. Ich weiß nicht, ob das wirklich Skulptur ist. Das werden wir ja gleich sehen. Aber das ist einfach nur eine Mauer, ja. Also ich meine, die haben doch irgendeine Mitte, ist da noch ein Loch. Ja, hier so Seite kann man sehen, aber das ist irgendwie.